tutto. Ah, Söldner! Na, welch hübscher Anblick für meine alten Augen. Jung, voller... Alles wird mit den Jahren besser, oder? Sogar du. Das Orakel sagte, wenn ich lange und glücklich leben will, muss ich jung bleiben. Im Herzen. Das höre ich gern. Koragos, mein... Ich schätze, das wäre jedermann. Dann beschreib es nicht. Als wir jünger waren, liefen wir im Mondlicht in den Wald, warfen unsere Kleider von uns und liebten uns. Ich hoffe, in deinem Alter bin ich auch so lebhaft. Ich bin jetzt lebhafter. Was hat das alles mit mir zu tun? Ich hörte von einem mächtigen Elixier, das einem die Lebenskraft und die Ausdauer... Also gut. Ich sammle die Zutaten, wenn du versprichst, dass du deine nächtlichen Aktivitäten für dich behältst. Ich habe etwas Geld und Koragos hat noch mehr, wenn du mir bäst. Oh, mehr brauchst du nicht. Keine Sorge, ich bezahle dich gut und Koragos wird dir sicher auch... Das Elixier klingt... Nun, die Pythia hat mir davon erzählt. Wo kann ich hier ein Bett? Es heißt, ein großer... Gibt es Hirsche in der Nähe? Was für eine Frage. Ich komme bald mit den Zutaten zu. Komm schon. Was ist das für ein Elixier, das solche Zutaten erfordert? Uah, wie das stinkt! Ich will mir nicht vorstellen, das zu trinken. Du bist zurück und keinen Augenblick zu früh. Ich hab, was du wolltest. Wer ist das, Auxesia? Das ist der Söldner, der unseren Funken neu entfachen wird, mein Liebster. Oh nein, das hatten wir doch schon. Ich kann dich nicht mehr... Unsinn, ich bereite dir ein Elixier... Götter, rettet mich. Dein Mann ist müde. Erlaube mir, deinen Hunger zu stillen. Ich war noch nie mit einem Söldner zusammen. Nun gut, dann zeig mir aus welchem... Und hatte sie Spaß? Das sollte wenigstens für ein paar Tage reichen. Hab Dank, Söldner. Hier, nimm das als Bezahlung. Du hast es dir mehr als verdient.